Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin gerade auf ein ziemlich merkwürdiges Problem gestoßen. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich aktuell nicht in der Lage bin, eine weitere KI-Schiffswerft mit auf die Insel zu bauen, weil ich immer eine Fehlermeldung bekomme, irgendwie freies Hafengelände oder freies Küstengelände erforderlich. Und es scheint mir irgendwie so ein generelles Problem zu sein, weil ich gerade mal versucht habe, nachdem ich ja einige Fischereien und Quarzgruben abgerissen habe, das Ganze wieder auszugleichen, indem ich das einfach irgendwo anders setze. Aber ich kann offenbar keine Fischereien setzen. Baugelände blockiert, sagt er mir hier irgendwo. Also entweder übersehe ich gerade irgendwas völlig Offensichtliches, was ich mir aber nicht vorstellen kann, oder ich habe tatsächlich ein Problem, aktuell die Küste zu bebauen. Also kann ich mir momentan nicht erklären. Wahrscheinlich hängt es irgendwie mit dieser Harbor-Life Spice It Up Mod-Geschichte zusammen, für die es schon länger kein Update mehr gab. Und diese DLC, also ich spiele die jetzt praktisch einen Tag nach Veröffentlichung und vielleicht konnten die Modder einfach noch nicht reagieren. Und ich hoffe mal, dass da noch irgendwas kommt in der Richtung, weil ich vermute mal, dass das schon zusammenhängt. Also wenn da irgendjemand einen Tipp für mich hat, wie ich das Problem wieder lösen kann, dann wäre ich da natürlich sehr dankbar. Also aktuell macht mir das noch kein allzu großes Kopfzerbrechen. Ich habe, als ich die Speicherstadt hier gebaut habe, halt irgendwie, sagen wir mal, vielleicht 3 Fischereien abgerissen und 2 bis 3 Quarzgruben. Das ist jetzt noch nicht so das Problem. Aber wenn ich generell nichts mehr an der Küste bauen kann, das wird natürlich früher oder später einfach ein Problem werden. Also ja, bin ich jetzt aktuell gerade noch ein bisschen ratlos. Schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Momentan nicht zu ändern, fürchte ich. Also schauen wir mal. Gut, was können wir sonst noch tun? Ingenieursarbeitskraft ist momentan ziemlich stabil, von daher könnten wir vielleicht diesen Prozess hier mal ein bisschen ankurbeln. Zumindest mal so, dass wir hier nicht zu sehr ins Minus kommen. So in etwa, dann dauert es nämlich noch eine Viertelstunde, bis wir Kaffee anbauen können. Jetzt weiß ich auch noch nicht genau, wie das im Detail aussehen wird, ob ich dann generell überall Kaffee anbauen kann. Oder ob ich damit vielleicht nur einen gewissen Radius oder das nur auf einer Insel veranstalten kann. Also schauen wir mal. Oder eben, na, ich vermute mal, dass ich tatsächlich, hier steht ja auch, holen Sie die Genehmigung für den Bau einer fortschrittlichen Kaffeerösterei in der alten Welt. Und ich würde fast vermuten, dass man das wörtlich nehmen muss, dass man dann wirklich nur eine Kaffeerösterei bauen kann. Also schauen wir mal. Und jetzt ist auch die Arbeitskraft schon wieder hier fett im Minus. Ja, naja, das wird alles noch ein bisschen zäh werden. Okay, Blick auf die Ingenieure geworfen. Es scheitert halt an den Brillen. Das sollte ein bisschen besser werden, nachdem wir ja irgendwie die Zinkproblematik da zumindest für ein bisschen Linderung gesorgt haben, aber halt auch wirklich nur mit einer Mine. Auch da könnte ich natürlich mit Items arbeiten, aber ich habe jetzt natürlich auch nicht den Luxus, dass ich viele Zinkvorkommen auf einem Haufen habe. Und nur eine Mine zum Beispiel jetzt mit einer Handelskammer zu beeinflussen, ist halt schon auch ganz schön verschwenderisch. Hier habe ich ein paar mehr. Vielleicht haben wir hier... Moment mal, die ist ja noch gar nicht aufgebaut. Ich glaube es nicht. Scheiße, da fehlt... Ach, oh Gott, wie konnte ich das übersehen? Peinlich, ausgerechnet auf der Hauptinsel. Okay, das müssen wir vielleicht doch nochmal kontrollieren, hier die ganze Geschichte. Es fehlt wahrscheinlich noch ein Lagerhaus, oder? Oder haben wir hier eins in Reichweite? Ne, fehlt. Okay, stellen wir direkt eins daneben hin. Okay, dann haben wir jetzt schon mal 2 Zinkminen mehr. Um Transport müssen wir uns auch nicht kümmern, weil das hier auf der Hauptinsel ist. Und wie schaut es bei den anderen aus? Die sind fleißig am Produzieren. Da werden wir mal die Straße verbessern. Können wir dem vielleicht noch ein Upgrade bescheren? Nein, geht nicht. Hier steht auch noch einer rum. Okay, also Transport sollte hier sowieso kein Problem sein. Was haben wir hier nebendran? Eine Zementmine. Und dann haben wir noch 2 weitere. Okay, der ist in Betrieb. Und den können wir noch einmal aufwerten. Und dann haben wir hier irgendwo noch das 4. Zinkvorkommen. Befindet sich hier drüben. Und das läuft auch. Na schön, okay. Dann haben wir jetzt im Wesentlichen 2 Zinkminen dazu bekommen. Falsche Insel. Was könnten wir sonst noch tun? Also es gibt ja auch Items, die zum Beispiel die Ausgangsmaterialien ersetzen. Das wäre natürlich auch eine Richtung, in die man gehen könnte. Aber ob's... Naja gut, das mit dem Zink, das wird schon in Ordnung kommen, denke ich mal. Sonst wäre es natürlich eine Überlegung gewesen. Gäbe es vielleicht die Möglichkeit, irgendwas anderes statt Messing zum Beispiel herzunehmen.
um die Brillen zu produzieren. Was haben wir denn für Items eigentlich alles hier einlagern? Gehen wir die vielleicht mal kurz durch. Sortieren mal nach Handelskammer-Items. Uhrenwerkstatt, Goldschmiede, Zigarren, Schokofabrik, Küche, Kaffeerösterei und fortschrittliche Kaffeerösterei. Das muss man natürlich im Auge behalten. Sobald wir dann hier Kaffee anbauen können, könnten wir das sogar noch boosten. Geschützfabrik, Motorenfabrik, Dampfwagenfabrik etc. Saufi-Saufi-Rumbrennerei, Kanonengießerei, Stahlwerk, Holzfäller, Kühler, alle Bergminen. Was macht der denn? Plus 40 Produktivität. Sollten wir vielleicht doch mal drüber nachdenken, eine Zinkmine zu beeinflussen. Es ist halt ärgerlich, dass die alle so weit auseinander liegen. Hier würden wir zwar zumindest eine Zinkmine und die Zementmine Was meinst du? erwischen, wenn wir hier eine Handelskammer hinstellen. Kostet mich halt auch 20 Einfluss. Oder haben wir zufällig schon eine Mine irgendwie im Einflussgebiet von der Handelskammer? Wahrscheinlich nicht. Nee, keine einzige. Die wäre nah dran. Das heißt, wir könnten diese Handelskammer versetzen, um diese Mine hier drüben noch zu beeinflussen. Was haben wir hier alles so für Items drin? Aber es hat ja schon auch alles einen Hintergrund, warum diese Items hier, die habe ich hier schon gezielt reingesteckt. Wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Oder, Moment mal, was haben wir denn hier? Sektkellerei, Rumbrennerei, fortschrittliche Rumbrennerei. Haben wir hier überhaupt Sektkellereien Wo oder warst du? dergleichen? Ja, hier drüben, Ach, okay. ich hätte es einfach so lassen sollen. Und das hier drüben ist die Glashütte. Die sind halt auch noch beeinflusst. Aber im Grunde werden die nur von dem hier beeinflusst. Jetzt überlege ich gerade, sollen wir. Ich muss entscheiden, was das Beste für Ich uns würde ist. das echt gerne ein bisschen boosten, die ganze Geschichte. Wenn wir jetzt den Kollegen mal, sagen wir mal, hierhin versetzen. Na, das reicht dann aber immer noch nicht. Der Radius ist zu gering. So würden wir ihn einfangen können. So. Dann müsste ich halt einen von denen hier versetzen, die Glühbirnenfabriken. Brauchen die zwingend Ihre Zustimmung ist der Strom? riesigen Schauen wir Zinkmine mal, wie ist denn wichtig. eigentlich die Situation mit den Glühbirnen? Das ist vielleicht viel entscheidender. Naja, es ist halt schon ziemlich an der Untergrenze, ehrlich gesagt. Was haben wir hier Ohne alles die nötigen rumstehen? Elemente können wir Da keine fehlt Reaktion Gold. erwarten. Wir könnten vielleicht mal auf eine von diesen Goldschmelzen verzichten. Dann machen wir uns hier ein bisschen Platz. Versetzen den hier rüber. Ja. Das geht. Und dann stellen wir den hier hin. Ist natürlich ein bisschen Platzverschwendung. Aber da haben wir zumindest die Sektkellereien auch noch im Einflussradius. Haben hier zumindest die Mehrheit der Glühbirnenfabriken auch noch beeinflusst. So, und jetzt ist die Frage. Wenn wir den hier rausnehmen, wer wird denn davon beeinflusst? Geschütz, Motoren, Dampfwagen, Uhrenwerkstatt, Hochrad, Werkhalle. Das haben wir doch hier alles gar nicht stehen, oder? Ich glaube ehrlich gesagt, der ist überflüssig, kann das sein? Weil er liefert Elektrizität, aber er liefert ja wahrscheinlich, denke ich mal, nur Elektrizität für genau die angegebenen Gebäude, oder? Alles andere würde ja keinen Sinn machen. Kann das sein, dass der hier gar keinen Sinn macht? Nehmen wir den mal raus. Ich glaube, der macht tatsächlich keinen Sinn. Und stattdessen, wir hatten doch da hier so ein nettes Item für, wenn ich es jetzt wiederfinden würde, für alle Minen. Ich glaube, das war einer von denen hier, oder? Genau, beeinflusst alle Bergminen. Haben wir vielleicht sogar noch einen besseren? Wahrscheinlich nicht. Ne, nehmen wir den mal dazu hier. Simmons elektrische Seilfahrt. Jetzt ist er hier zumindest mal schön beeinflusst. Und da geht die Produktivität hoch. Okay. Ja, auch wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Das war schon gar nicht so verkehrt. Okay, was sagen Sie?
Gut, Elektrizität ist halt so ein bisschen schwankend bei mir, die Versorgung, ne? Oder sind die einfach zu weit? Ach, das ist tatsächlich dieses eine Ingenieurshaus ist halt außerhalb von dem Radius, ne? Sehe ich das richtig? Ich meine, den könnten wir jetzt einfach versetzen, oder? Wenn wir den hier irgendwo hinpacken. Was haben wir denn hier alles noch rumstehen? Da ist auch noch ein Rathaus, wo kein Item, also wo noch ein Item Platz hätte. Haben wir da ein passendes, was uns irgendwie was bringt? Ich meine, das mit der Zufriedenheit und so weiter. Arbeitspensumseffekte minus 50. Zusatzversorgung, sowas ist halt eigentlich auch nicht doof, oder? Erhalten rum. Polizisten zusätzlich sind versorgt mit Sekt. Da wäre natürlich jetzt ein Item mit Zusatzversorgung von den Sachen, wo wir eh einen Mangel haben, ganz passend. Ja, da sehe ich auf den ersten Blick gerade keins. Schnaps, Wirtshaus, Bier. Zusätzliche Zufriedenheit. Ich habe so viele Items. Es ist ein Albtraum. Krankheitsgefahr plus 60. Arbeitskräfte plus 40. Ja gut, Arbeitskräfte. Ich kann mich nicht entscheiden. Dekantiert Weine in höchster Perfektion. Wir nehmen irgendein legendäres, würde ich sagen. Eins von denen. Sind versorgt mit Kaffee. Ja genau. Den brauche ich. Sehr gut. Und das deckt auch ganz schön viel ab. Okay. Das ist nicht verkehrt. Dann machen wir uns hier mal schnell ein bisschen Platz. Und setzen den Kollegen hier oben. Funktioniert nicht. Ja, da müssen halt jetzt, muss halt jetzt hier so dieser kleine Park mal weichen. So, dann sollte der auch mit Strom versorgt sein. Sehr gut. Seht ihr, wie ich auf meine Bürger achte? Und hier haben wir jetzt natürlich eine Lücke. Setzen wir einfach ein neues Haus hin, oder? Und der wird dann halt nicht auf Ingenieursstufe aufgewertet. Ganz einfach. So, und das Problem zieht sich natürlich weiter. Da habe ich natürlich gar nicht drauf geachtet. Die sollten wir eigentlich auch noch alle versetzen hier, oder? Die sind alle nicht mit Strom versorgt. Das ist natürlich auch ungut. Das ist ein ganzer Block immerhin hier. Können wir die umbauen? Können wir die umziehen? Habe ich irgendwo ein Gebiet, was mit Strom versorgt ist, wo aber die Bevölkerungsstufe noch nicht so weit ist, dass die Strom benötigen? Die haben auch alle keinen Strom. Scheiße, da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Die haben auch alle keinen Strom. Oh. Okay, das könnte jetzt aber tatsächlich hier mit dem Kraftwerk zusammenhängen. Wenn der gerade einfach nichts hat, was er verfeuern kann. Ja, okay, das ist der ganze Bereich hier. Das liegt am Kraftwerk. Wo ist denn das Kraftwerk? Wo ist das Kraftwerk? Muss eigentlich nur den Schienen folgen. Hospital, wo ist denn das Kraftwerk, verdammt? Das dazugehörige, die habe ich doch hier. Ich habe doch zwei. Oh, ich verliere auch echt die Orientierung langsam in meiner eigenen Stadt. Hier geht doch irgendwo einmal durch die ganze Stadt die Schiene eigentlich durch. Und da habe ich zwei Kraftwerke doch mal hingestellt. Hier. Hier muss es irgendwo sein. Da ist es. Ja, die produzieren aber. Moment, welcher Bereich war denn das gerade hier mit dem fehlenden... Das ist der ganze Bereich hier. Und da fehlt mir halt tatsächlich das Kraftwerk. Kann das sein, dass ich hier nie ein weiteres Kraftwerk hingestellt habe? Die habe ich einfach nur... Oh, scheiße, Messinghütte ist nicht gut. Die habe ich einfach nur aufgewertet, blind. Ach du Scheiße, ja, wir schauen gleich nach. Wo ist denn der ganze Stromkram? Hier. Kraftwerk. Okay. Das ist wirklich der gesamte Bereich, der keinen Strom hat. Jetzt ist die Frage, wir könnten natürlich hier noch, da wird sogar noch eins hinpassen. Das dürfte ja einiges an Arbeitskraft ausmachen, wenn wir die hier alle mit Strom versorgen. Und das Öl müsste eigentlich noch reichen. Also normalerweise ist der Ölhafen ziemlich gut gefüllt. Ja, ich glaube, das macht schon Sinn. Hier nochmal direkt, da haben wir ja auch den Schienenanschluss. Hier nochmal ein weiteres Kraftwerk hinstellen, oder? Ich hätte es natürlich ganz gerne so, dass wir auch aus, also praktisch vorne Schienen rein, hinten Schienen raus. Aber hier ist ein Höhenunterschied, oder? Ja. Ist ein bisschen ungünstig. Müssen wir nochmal ein bisschen umbauen. Wir stellen es schon mal hin. Dann kommt die Straße hier weg.
brauchen wir nicht zwingend. So. Und dann setzen wir den noch eins um hier. Und es brennt immer noch. Ja. Ich habe schon auf dem Schirm. Dann gibt es hier noch einen Schienenanschluss. Na? Wieso will er das jetzt nicht? Müsste doch eigentlich gehen, oder? Ah, jetzt, okay. So, dann ziehen wir hier gleich mal einen außen rum. Ah, das geht nicht. Weil wir hier nicht durchkommen. Okay, dann müssen wir es andersrum machen. Auch kein Problem. Nehmen wir das nochmal weg. So, Fummel, Fummel. Einmal eins nach rechts versetzen und jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Einmal hier andocken, einmal hier außen rum und hinten wieder raus. Okay, das passt. Und ich denke, das können wir so stehen lassen. Der hat ja direkt einen Anschluss zum Ölhafen. Das sollte nur eine Frage der Zeit. Habe ich überhaupt das richtige Kraftwerk gebaut? Öl. Ja. Okay, passt. Weil dann wären wir jetzt hier mittelfristig oder kurzfristig hoffentlich, wenn der nächste Zug hier mal aufkreuzt, den ganzen Kram auch mit Strom versorgt bekommen. Das ist schon mal gut. Ja, Techniker, lass mal einziehen. So, wo brennt's? hier drüben ist irgendwas in Luft. Oh, da steht immer noch alles in Flammen. Feuerwehr ist am Start, ja. Oh, da ist ja einiges zu Bruch gegangen. Schaut euch das an. Zwischenfall in der Umgebung, okay. Mal reines Vergnügen. Wo ist die Feuerwehr? Das sind sie doch, oder? Ja. Ja, haben ein bisschen was zu tun. Die Kollegen. Von der Hauptfeuerwache 1. Hören Sie schlecht? Schnell, wir brauchen Wasser. Schnell, wir brauchen Wasser. Wir sollten mobilisieren vielleicht. Das wäre eine Maßnahme. Wenn ich jetzt die Feuerwehr entdecken würde hier in diesem ganzen Wust an 1000 Gebäuden. Sieht irgendwer die Feuerwehr? Längliches Gebäude. Rotes Dach. Mit einem kleinen Wasserspeicher, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Moment, müsste man doch sehen können, wenn ich das Gebäude auswähle, oder? Oder nicht? Nein. Wird mir nicht angezeigt, echt. Vorher werden wir nicht gehighlightet. Das war schon ein bisschen bedauerlich. Aber gut, ich glaube, es ist noch nicht gelöscht. Ja gut, wir haben hier drüben auch noch ein bisschen Platz. Stellen wir einfach mal noch eine weitere hin, oder? Scheiß drauf. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Also, so sieht das Gebäude aus. Ich sehe hier wirklich in diesem ganzen Wust, ich kann einfach keine Feuerwehr entdecken hier. Das ist, da steht eine, oder? Da ist eine. Mobilisieren. Und hier drüben ist garantiert auch noch irgendwo eine. Es ist schon ein großes Industriegebiet. Hier ist auch nochmal eine. Aber der ist zu weit weg. Kann nicht eingreifen. Bäckereien sehen auch ein bisschen ähnlich aus wie Feuerwehren. Naja, das wird jetzt schon passen, oder? Die sind gerade noch am Ausbilden. Und Feuer ist sowieso fast bekämpft. Fast erloschen. Ein Gebäude sehe ich noch in Flammen stehen, das andere qualmt noch so ein bisschen vor sich hin. So, und Feuerwehr ist im Einsatz. Oder? Warten auf Mobilisierung. Naja, es wird schon alles seine Ordnung haben hier. Sehr gut. Tut mal was für euer Geld. Ja, ordentlich am Pumpen auf beiden Seiten. Mühsam habe ich das hier alles aufgebaut. Ausgerechnet die Gulaschfabrik. Hoffentlich sind keine Rinder beim Brand gestorben. Bevor sie geschlachtet werden. So, naja, gut. Gibt ein paar extra Röstaromen. Was ist denn hier eigentlich los? Messinghütte, die habe ich noch gar nicht fertig gebaut. Oh Gott, ich übersehe so viel. Ist fast ein bisschen peinlich, ne? Schauen wir doch mal. Bringt mir die überhaupt was? Weil, nee, bringt ja sowieso nichts. Bei so wenig Zink... Können wir das gleich wieder entfernen eigentlich. Macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, auch hier ist also Zinkmangel, aber sagen wir mal so, die Insel hat jetzt nicht meine größte Priorität. Legendär. Züchter von Schäferhunden. Cool. Alpaka-Wolle plus 1 bis 3. Also zusätzliche Waren. Beeinflusst alle Tierhöfe. Okay. Ja, ja. Darf einziehen von mir aus. So, da ist doch ein bisschen was zu Bruch gegangen. Ah, hier drüben. Okay. Richten wir gleich wieder auf. Messinghütte. Kostbar. Melzerei. Okay, das war's, oder? So viel zum Inferno. Ja, schnell wieder weg hier, da wird er mir schwindelig. Zack, zurück. So, wo waren wir hier stehen geblieben? Ich wollte schauen, wie es jetzt mittlerweile... genau, Kraftwerk. Qualmt vor sich hin, ist also in Betrieb gegangen, bedeutet, dass wir hier noch keinen Strom haben. Ah, vielleicht dem fehlt der Straßenanschluss, oder? Genau. Den können wir hier noch mit hinten bauen. Ah, und schon ploppen die Laternen auf und schon haben die hier alle Strom. Und ursprünglich war ja mal eigentlich der Plan, hier ein paar Gebäude zu versetzen, oder? Die eben nicht mit Strom versorgt waren. Das waren doch die hier unten irgendwo. Hier. Weißt du was? Wir werten die einfach ab. Fertig. Fertig aus. Ich habe eh gerade massig Ingenieursarbeitskraftüberschuss, sehe ich gerade. Das bedeutet ja wahrscheinlich, dass die Forschung fertig ist, oder? So, wir werten das einfach alles ab hier. Und wenn wir dann wieder neue aufwerten, dann machen wir das einfach hier drüben. Weil die haben hier schon alles, was sie brauchen, oder? Als Voraussetzung. Schauen wir mal, ausbauen. Aktuell nicht möglich, weil noch ein paar Nähmaschinen fehlen. Ah, doch, jetzt geht's. Nutzen wir die Gunst der Stunde. Werten einen weiteren Block auf. Gut, ansonsten sollten die ja alles haben hier, oder? Also mehr oder weniger. Zumindest was Gebäude angeht. Na gut, Bankhaus ist wohl ein bisschen zu weit entfernt. Aber Bankhaus wäre natürlich kein Problem, hier noch irgendwo ans Hinkleistern. Soll man es einfach machen? Ich meine, wer kann, der kann, oder? Wer Co, der Co. Ich dachte eigentlich, das ist ein Investoren-exklusiver Gegenstand, Gebäude. Wo ist denn das Bankhaus nochmal hier? Nee. Achso, falsches Menü. Oder doch nicht? Ich muss ah, hier ist das Bankhaus. Ist halt schon auch ein protziger Bau. Ne? Aber gut, dann sind die versorgt. Maximale Zufriedenheit hier direkt neben dem Feld nochmal ein Bankhaus hingestellt. An Überheblichkeit kaum zu überbieten. Na schön, weiteres Bankhaus. Dann sollten die ja mega zufrieden sein. Hier, als Varieté fehlt ihnen auch noch. Ja komm, dann kriegen die jetzt aber alles hier, die Ingenieure. Meine Ingenieure sind mir wichtig. Varieté ist wo einsortiert? Es ist das Varieté, oder? Genau, Varieté. Nicht bei den Ingenieuren? Doch, es müsste doch bei den Ingenieuren einsortiert sein. Hm, das ist doch bei den Handwerkern. Da ist es. Varieté. Kriegen wir auch noch hier schön hingequetscht. Passt, wunderbar. Dürfen die nichts mehr zum Meckern haben. Dann können wir die hier nämlich auch noch. Wenn die mal zufrieden sein soll. Schule fehlt ihnen. Okay, muss ich auch noch eine Schule hinstellen. Ja, wir haben es ja. Wir haben es ja, Freunde. Wir können hier, wir können bauen ohne Ende. Schule, Schule, Schule. Kriegen wir bestimmt noch hier unter, oder? Bei unserem Glück? Nein, gerade so nicht. Wird das hier hinpassen? Das Varieté ist ein bisschen kleiner, oder? Können wir die vielleicht einfach tauschen? Varieté hier hin. Schule hier hin. Perfekt. Bierstubenwirt Mertens. Herzlich willkommen. Wurst, Brot, Bier und Kirche als Zusatzversorgung. Ja, komm rein. Wo ist er? Neugiesing. Na gut. So, jetzt aber, oder? Ist immer noch nicht mit Schule versorgt? Ah, ich glaube, der braucht vielleicht einen direkteren Zugang, oder? Ich glaube, der Weg ist insgesamt zu weit. Hm. Hier hochbauen geht ja nicht, ne? So eine Rampe ist leider nicht drin. Ah, das ist aber ärgerlich. Wenn wir hier einen Bahnübergang noch reinziehen, das könnte funktionieren. Müsste eigentlich alles versorgt sein. Ah, jetzt. Okay, wunderbar.
Und hier mangels an Nähmaschinen. Okay. Aber dann wird das hier auf jeden Fall nochmal ein weiteres Ingenieursviertel. Mhm. Hier wird die Straße noch verbessert. Hier nehmen wir auch noch den Feldweg raus. Da werden wir auch noch ein bisschen aufwerten. Okay. Gut. Was war sonst noch? Das hat sich erledigt. Irgendwas wollte ich doch gerade noch. Ich habe es, glaube ich, echt vergessen jetzt gerade. Einfach weg. Na gut. Ach ja, die Forschung, natürlich. Na, die Forschung, die Forschung, die Forschung, die Forschung. Und gleich die nächste anschmeißen, damit da was vorangeht. Die sollen da nicht Däumchen drehen. Entwicklung abgeschlossen. Okay, sehr schön. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das werden wir uns in der nächsten Folge direkt anschauen. Hier die Geschichte mit der Kaffeeproduktion in der alten Welt. Bahnbrechende Entdeckung abholen. Und wie machen wir weiter? Mehr Zink, ne? Mehr Zink muss eigentlich der Way to go sein. Also Naturbeherrschung. Erzartermine anpassen, entwickeln. 569 Arbeitskräfte Überschuss. Das heißt, wir drehen da nochmal ein bisschen am Rad. Eine Stunde 20 immerhin. Okay, gut. Tut sich ja zumindest mal ein bisschen was. Und bevor wir Feierabend machen, wo bleibt eigentlich dieser Heini? Wo ist, hier ist auch jetzt das halbe Hafengebiet mit diesen kleinen Schollen hier überschwemmt, ne? Seitdem ich den DLC aktiviert habe. Naja, gut. Mehr Gewusel, soll mir recht sein. Schauen wir gerade mal. Der müsste doch eigentlich... Kapitän Morris, der müsste in der Zwischenzeit eigentlich schon wieder einmal angekommen sein, oder? Schaut's denn aus hier bei der Übersicht? Ja, das ist mehr geworden, würde ich sagen. Ich denke, das ist mehr geworden. Freigeschalten ist noch nichts, oder? 100 von 180. Okay, das ist auf jeden Fall... Der war zwischenzeitlich nochmal wieder da. Ja, ist halt eine Frage der Zeit. Muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Gut, aber dann soll es das gewesen sein für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal.